Ja, meine Damen und Herren, 3 Wochen haben wir nicht überstanden, nein, wir haben sie gefeiert. Es war ein richtiges Pferdesportfest hier bei der Magna Racino Spring Tour. Im Hintergrund sehen Sie noch die Umbauarbeiten für die letzten Bewerbe, weil der Opel Grand Prix Best of Magna Racino wurde zur richtigen Zeit vorgezogen, damit auch wirklich genügend Leute zusehen können und vor allem die Top-Reiter auch rechtzeitig ihre Flieger erwischen. Neben mir steht Hausherr Frank Stronach, der sich natürlich nicht nehmen hat lassen, dieses Finale selbst zu erleben. Frank, wie hat es dir gefallen? Der Sport war, glaube ich, top. Ja, gute Pferde, nette Leute und wir haben sehr viele Reiter und Pferde vom Ausland gehabt, ungefähr 900. Und das freut uns sehr. Es wird jetzt immer beliebter und es wird anerkannt, dass diese Anlage hier eines der schönsten in Europa ist. Und das freut mich auch. Und ja, also ist alles gut verlaufen, hat sich niemand wehtan. So, ja, im Großen und Ganzen war es eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben ja in den ersten 2 Wochen knapp an die 1000 Pferde gehabt. Diese Woche waren es ein bisschen weniger, für uns eigentlich angenehm. Das war genau das Richtige. Dir hüpft ja normalerweise das Herz beim Galopprennsport. Aber ich glaube, wenn so viele Pferde hier sind und die Anlage bevölkern, ist das ja genau richtig. Ja, natürlich. Ich bin sehr involviert im Galopprennsport. Aber dadurch meine Enkeltochter jetzt auch reitet, schlägt auch mein Herz jetzt für den Reitspringsport. Und die war ja durchaus gut unterwegs. Heute in der Goldtour ist sie 15. geworden. Ja. Der Opa Stolz, möchte ich jetzt österreichisch sagen, wie drückt sich der dann aus? Ja, sie ist in der Schule noch und hat nicht so viel reiten können, weil doch die Schule, die Prüfungen waren sehr stark. Aber trotzdem, sie hat einen Steigbügel verloren, ist sie trotzdem noch gut geritten, ja. Wir haben das live beobachtet. Wir bedanken uns jetzt mal hier an dieser Stelle, beziehungsweise ich als Vertreterin, glaube ich, für die Reiter und alle, die hier mitarbeiten dürfen. Auch für uns ist es ein tolles Fest und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn es die Magna Racino Spring Tour wieder geben wird. Danke vielmals. Ja, ich sehe keinen Grund, warum es nicht geben soll. Und ja, also ich freue mich, wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass das Reiten und das Springreiten, Dressurreiten, dass das wächst in Europa. Ich glaube, das wächst in Österreich, das wächst jetzt sehr stark. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Wir freuen uns sehr über die Gastfreundschaft hier. Den Reitern hat es gefallen, uns Mitarbeitern, auch wenn es anstrengend waren, lange Tage. Es war einfach wunderbar. Toller Sport, Top-Location. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder mit dabei.